Und ein Ladebildschirm. Okay, wir sollen Achilles helfen, das Haus herzurichten. Cool. Also wieder doch das Haus neu machen, bevor ja alles in sich zusammenfällt. Dann müssen wir mal warten, bis der schöne Bildschirm vorbei ist. Na komm. Ja, es scheint gleich vorüber zu sein, jawohl. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter. Wir sind jetzt in Boston, 1770. Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Und jetzt haben wir endlich unseren Namen erhalten. Wir sind Connor. Genau, wir befinden uns in Boston. Wir wissen alle, denke ich mal, auch wer in Boston lebt. Und zwar Hafen plus alle seine Leute. Ich werde versuchen, mich jetzt nicht so auffällig zu verhalten, weil wenn wir mal entdeckt werden, dann... Nee, das ist so böse, das will ich mir nicht mehr ausmalen, was dann passiert. So, wir gehen mal weiter. Da wird sogar eine Seite angezeigt. Die will ich natürlich noch mitnehmen. Wo ist die Seite? Da oben ist sie. Ja, so viel zum nicht auffällig verhalten, wenn die Seite da oben rumschwirrt. Ja. Da. Ja, das ist blöd, wenn die Seite mir da... Verdammt, wo ist sie? Ah, jetzt ist sie weg. Anscheinend zu lang gebraucht. Naja. Gut, gehen wir nochmal zurück zum Laden. Ich weiß jetzt auch nicht, was auf der Liste steht. Ob das jetzt wirklich nur Baumaterialien sind. Oder anderes Zeugs. Moment.
verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Ich glaube, diesen Ort kennen wir. Ist nicht der Ort, wo auch Benjamin Franklin einst war? Ich sollte zurück zu Achilles. Wer sitzt im Parlament für Boston? Für New York? Oh. Seht ihr das gerade? Die Wachen drehen durch. Achilles, oh, hoffentlich geht's ihm gut. Da ist er. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mir. Kommt mit zur King Street. Wir zeigen's denen. Hier wurde anscheinend ein Aufstand geplant. Kommt alle mit. Wow. Ein letztes Mal auseinander. Versammlungen dieser Natur sind verboten. Wir gehen nirgendwo hin, Bastard. Nein! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Zieht mit Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Ist das mein Vater? Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und los. Komm her, du fetter Feigling. Du schießt ja doch nicht. Hey, Rotrock. Na komm, benutz das kleine Gewehr. Rumgedrängter fetter Rübel in deinem Rotrock. Können wir nicht bald kämpfen? Okay, also folgen wir ihm unauffällig. Er darf natürlich nicht mitbekommen, dass wir ihm folgen. Ja, wir haben unseren Vater gesehen. Also Haven ist hier. Hoi, du da! Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer am Townhaus. Oh. Wir müssen aufpassen. Weil jetzt guckt er auch ab und an mal. Ah, okay, er geht da hoch. Aber sag nicht, er will von da oben schießen. Das sieht mir aus wie eine Schützenposition. Aber er wird. Sehr gut. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ihr Hunde! Feuer! Verdammt!
Verdammt. Boah, wo kommen die denn her? Ob es jetzt so clever ist, wo ich gerade lang gehe. Ja. Ja, hier kommen sie nicht hinterher. Sehr gut. Ich muss sofort zur Achille. Ja, Charles hat von der anderen Seite ein... wie nenne ich das? Ein Antäuschungsschuss gemacht. Also sagen, er hat geschossen. Und somit dachten die ganzen Wachen... Oh, come on. Darf jetzt nirgendwo mehr entdeckt werden? Gibt's ja gar nicht. Das heißt, er hat in die Luft geschossen. Und die ganzen Wachen dachten natürlich, dass das die Leute waren, die da vorne standen. Und haben dann geschossen. Also es war halt so eine Täuschung. Nein, wir bleiben im Wasser noch eine Weile, weil wir werden sofort entdeckt. Also ob jetzt alle hier unser Gesicht kennen würden. So, ich weiß halt nicht, wo Achilles ist. Das ist etwas blöd. Was sagt denn die Karte? Er befindet sich natürlich... Moment. Doch, wir können hier weiter schwimmen. Jetzt können wir wieder hoch. Da ist er nämlich. Hier drüben. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her, hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Ja, Steckbriefe abreißen. Dann reden wir. Ach, das wird so schwer. Man sieht, wie viele Wachen einfach direkt neben den Steckbriefen stehen. Ich kann nicht reden, solange noch Steckbriefe übrig sind. Man darf ja nicht zusammen sehen, solange die Steckbriefe hängen. Wow, direkt neben dem Steckbrief einfach mal 5 Wachen aufstellen, um es realistisch zu gestalten. Der hier ist oben. Ach, come on.
Oha. Puh. Ah, nein. Oh, Mann. Dann übertreiben wir es halt gleich mal mit den Steckbriefen. Wie gesagt, einfach mal 5 Wachen neben einen Steckbrief. Das ist halt... Weiß nicht, ob es jetzt Sinn und Zweck des Ganzen ist. So. Was? Wo denn? Du entkommst mir nicht, du Idiot! Oh Mann. Egal, wenn ich eh immer entdeckt werde, dann kann ich auch. Ja. Oh Mann. Ah, da ist der Steckbrief. Na komm. Nicht besonders. Und wieder eine Doppeltötung, jawohl. Erbärmlich. Aber wie soll ich denn den Großen da erledigen? Vielleicht erstmal entwaffnen. Genau. So, die Seite will ich mir jetzt noch ergattern. Die da wieder rumfliegt. Bevor ich gehe. Und sie gehört auch schon mir. Prima. Was ich jetzt hier aber in diesem Teil, also in Assassin's Creed 3 gut finde, ist, dass, ihr habt es gesehen, wir haben Wachen getötet und sie waren dann halt auch direkt weg von diesem Gebiet, wo wir sie ausgeschaltet haben. Also das können wir auch auf jeden Fall zum Vorteil nutzen.